beim Vorbeifahren hält die Katze, die schwarze Katze oder die weiße Katze, die Augen geschlossen und denkt, quatsch mich bloß nicht an, das Leben ist so schon so, wie es so ist. Wir können Tüche nicht beeinflussen, aber wir können den Großteil dessen, was unser Schicksal ausmacht, das Automaton, beeinflussen. Entscheidend dafür ist die sogenannte Selbstüberzeugung, der sogenannte Selbstwillensakt, nämlich die Überzeugung zu haben, dass man das, was man tut, schon richtig so tut, sprich einen Überlebenswillen zu propagieren oder die stoische Methode anzuwenden, nämlich dasjenige, was wir als Sensationen, Gedanken, Reiz empfinden, je nachdem ausdeuten, wie es uns passt, wie wir wollen, dass das interpretiert werden soll. Es ist verkürzt zu sagen, dass es positives oder negatives Denken gibt, aber die Methode besteht darin, dass ich auf die entsprechende Reizwahrnehmungsempfindung, das Denkfühlen, meinen fokussierenden Blick richte und das dann entsprechend uminterpretiere, je nachdem, wie ich das haben möchte. Oh, das ist ja interessant, das ist ja vibrierend, das ist ja gut so, oder oh, das ist ja nervig. Weg mit der Lust, weg mit dem vibrierenden Nervösen. Oh, das ist ja schmerzhaft, das sind Anschoppungen, Anstauungen, unangenehme Drücke, oder oh, das ist ja, ja und so weiter. Man kann das sozusagen in den den eucharontischen Lustverdrängungsakt umwandeln und damit vergessen machen, oder umgekehrt, man kann das ungeschehen machen wollen, verwerfen und damit eher noch verstärken in seinem Wiederkehrzwangs und damit das Schicksal der abschüssigen Katastrophenbahn laufen. Beides sind Möglichkeiten, seinen sturen Willen zu behaupten und sich damit im Leben durchzusetzen. Bis irgendjemandem das nicht interessiert, welchen eigenen Willen man haben möchte.